Herzlich willkommen zurück zu Wir spielen Remember Me. Hier ist wieder euer Exeblei. Ja, wir wollen eine neue Folge beginnen. So, und laden das Ganze mal. Hier natürlich hier Episode 7. Letzter Speicherpunkt. Mit der Geschichte fortfahren. Ja, kleines Dings vorweg. Ja, wir haben ja hier diesen Roboter, den wir besiegen müssen. Und ja, und da wollen wir eigentlich direkt fortfahren. In der letzten Folge hat es ja nicht so gut geklappt. Wir hoffen, wir kriegen das jetzt besser hin. Werden wir ja dann sehen. Okay, da ist er schon. Ah, scheiße. Okay, daneben. Okay. Ich sollte jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich wegkomme. So, noch ein bisschen. Okay. Okay, daneben wieder, ne? Okay. Ich sollte vielleicht gucken. Ah, shit. Ja, wir sind hier direkt. Eieiei. So, klack. So, einer ist erledigt. Super. Und jetzt erstmal hier Stopp. Pause. Ja, wir müssen jetzt direkt. Ja, ein Dings haben wir erledigt und wir wollen jetzt mal ganz klar das Sensendos verwenden. Hier. Sensendos. So. So, komm. Oh, shit. Das hat wohl nicht so viel gebracht. Aber es klappt schon besser als wie beim letzten Mal. So, wollen wir mal ein bisschen hier drauf jagen. Und zurück. So, daneben. Und? Ja, das sagst du. Oh, oh. Nein, nicht gut. Nicht gut. So. So, zack, zack, ja, stirb doch, du Hund. Stirb, du Hund. So, jetzt aber ist der nächste kaputt, ne? Und, fällst du jetzt um? Bist du tot? Okay. Ah, verdammt. Das heißt, ich muss hier. So, jetzt aber. Du lässt mir keine Wahl. Okay, was kommt? Ich weiß es nicht mehr. Und. Terminieren! So. Der wäre erledigt. Ja, das hat ja besser funktioniert als erwartet, ne? Puh. Action pur gleich von Anfang an, ne? So. Hey, hallo? Was ist denn das jetzt für ein Bug hier? So, jetzt schon besser. Dann wollen wir mal einen Augkompass. Da hat mir doch gerade irgendwas vom Augkompass gesagt, ne? Das heißt, ich muss hier. Ah, da muss ich bestimmt was freischalten oder so. Puh. So, der Wichser wäre eigentlich erledigt. Jetzt muss ich bloß noch gucken, wie komme ich hier hin. Okay, hier bestimmt. Ah ja, jetzt. So, die Rettungsleiter. Die wollen wir direkt mal da hochgehen. So, hier haben wir schon.
Wir haben doch hier irgendwo wieder so ein. So ein Scheiß-Drecksviech, wo wir hier dieses Garamechs. Okay. Das muss wohl doch da oben sein. Ich kann aber auch ehrlich gesagt keine andere. Ja, ist doch. Gehst du mal hier weiter jetzt hier? Ne? So, das heißt, das muss wohl doch da oben sein. Aber ich finde das Scheißviech nicht. Jetzt höre ich es auch nicht mehr. Ganz komisch. Irgendwie die Skaramäste, die verstecken sich so gut. Da muss doch da irgendwo sein. Ah, da oben ist er, der Wichser. So, jetzt habe ich ihn gefunden. Und hier ist der Raum auch wieder zu. So, jetzt kann ich aber rein. So, jetzt ist die Tür zu. Ah, die nächste Info. Captain Trace ist also noch im Amt. Er hielt seine Krankheit geheim. Aber nun dreht er durch. Finde ihn schnell. Naja, okay. Er ist noch am Leben. Und hier unter der Treppe ist hier irgendwo das nächste Fokus oder Sat-Pitch. Das wollen wir natürlich suchen. Das ist natürlich ganz klar. So, und das müsste ja rein theoretisch. Hier hinten sein, oder nicht? Ah, da ist es. Sat-Pitch gefunden. Super. Ich bin mal gespannt, wo hier der nächste Roboter oder sonst irgendwas kommt. Aber ich kann mich hier schon mal heilen. Das ist doch klasse. Das sah ja gar nicht mehr so gut aus mit mir, ne? So. Okay. Er ist schon in der Durchdrehphase. Geht's hier eigentlich noch irgendwo lang, oder? Nee. Nee, ich kann bloß da unten lang, also gehen wir mal da runter, ne? Ich höre schon wieder so ein Skaramech, wo hier irgendwo rumpfeift. Aber wo ist die Frage? Okay, das muss quasi hinter der Tür sein. Kann ja gar nicht irgendwo anders da sein, weil wenn sich hier der Skaramech irgendwo versteckt bekommt, dann ist er ziemlich gut. Deswegen. Identifizierung, Elektronikbauteil, Bestimmungsort, Ersatzteile. Oh oh. Was kommt nö? Oh, ich ahne Böses. Ich ahne wirklich Böses. Wo ist der Skaramech? Der muss doch hier irgendwo sein. Aber wo? Oh, ich hasse dieses Garamech, die sich immer so blöd verstecken hier. Kennzeichnung: Flüssigwasserstoffbatterie. Bestimmungsort: Hangar-Kraftstofftank. Auch Kompass. Ja, das weiß ich doch, dass ich dahin muss. Ich suche aber immer noch den Skaramech, ne? Okay, ich finde ihn jetzt hier scheint's nicht. Oh, schade irgendwie. Naja, gut, egal.
Wenn ihr ihn gesehen habt, dann könnt ihr mir ja in den Kommis schreiben, wo der ist, ne? Beförderungswagen zum Andocken rufen. Der hat wohl einen Fehler hier, so wie es aussieht. So. Zum Andocken rufen. Andocken angefordert. Sehr schön. Ein Wagen starten. Jetzt sind wir gespannt, wo es jetzt hingeht. Identifizierung als Tieffertigungsanlage. Bestimmungsort Diktat-Depot. Andocken erfolgreich. So, und was haben wir hier jetzt? Ah, hier muss ich, hier geht's weiter. So. Autorisiertes Personal only, ne? Das ist ja mal wieder geil. Die sind mutig, die Scheißviecher, ne? Die rennen hier durch, da guck an. Leck mich am Arsch, die sind nicht schlecht. Ne? Hier zieht's natürlich die Luft wieder rein, da müssen wir aufpassen, dass wir hoffentlich nicht hier in diesen Wirbeldingsbums hier reinkommen. So, wir müssen jetzt erstmal hier rüber. So natürlich nicht. So, jetzt hat das besser funktioniert. Man sollte natürlich auch nicht daneben springen, ne? Fehlfunktion erkannt. Na super. So, dann warten wir einfach mal, bis hier der nächste Wagen kommt, ne? Aber jetzt mal andere Sache. Hier müsste... Ja, richtig. Hier ist ja der Skaramich irgendwo. Ich kann ihn ganz genau hören. Wo ist er? Ah, da ist er. Guck mal da an. So, jetzt habe ich den Störenfried endlich auf die Seite geschafft. Na, da haben wir die Gehör. Huiuiui. Das war knapp. So, wo muss ich als nächstes hin? Ah ja, ich muss hier rüber. Das war jetzt knapp, ne? Dann hätte jetzt auch schief gehen können, ne? Also, ich muss ja wahrscheinlich da runter. Super. Und hier, hier haben wir ein neues... Hier muss das neue Sub-Badge oder Focus-Boost-Bing-Dingsbums hier rumliegen. 05. Das muss ja hier irgendwo sein, aber ein rotes 05 oder ein grünes 05. So genau weiß ich es nicht. Ah, nee. Nee, das ist ein rotes. Und das ist jetzt hier nur das grüne. Zum Beförderungswagen. So. Jetzt muss ich dann... Nee, das ist ja 04 hier. Ah nee, 05. Stopp, bevor ich hier rübergehe, nicht das hier... Nicht, dass das jetzt hier drin irgendwo drin rumliegt. Und ich bekomme das nicht mehr, ne? Das wäre ja doof. Was steht da? Das sind Container. Identifizierung, Saber-Uniform. Bestimmungsort, Hauptbahnhof. So, schade, dass man nicht hier irgendwie ein bisschen rauszoomen kann. Schade. Aber wo, ich verstehe auch nicht wirklich, wo das jetzt sein soll, ne? 05. Da steht eine blaue Kiste. Aber dahinter ist es nicht. Nee, hier komme ich ja nicht hinter, ne? Kann ich irgendwie... Ah, da drüben gibt es auch nochmal 05. Ah, dann wird es da sein. Kann ja im Prinzip nur. So. Drücken wir mal den Knopf. Ne? So. Identifizierung. Kompaktabfall. Bestimmungsort. Recycling-Zentrum.
Nein, da will ich nicht durch. Wie komme ich jetzt hier rüber? Kein Zutritt von Menschen. Ja, super. Jetzt tun wir mal hier nochmal drücken. Mal sehen, was passiert. Okay. Das passiert. Ich gehe einfach tot, ne? Super. Wo bin ich denn jetzt? Ach scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Das heißt, ich muss wieder hier rüber. Identifizierung. Kompakt abfallen. Bestimmungsort. Ciao. So. Irgendwie muss ich darüber. Wollen wir mal hier mal kurz den Wagen holen. Ich kann den Wagen starten. Ja, kann ich auch hier direkt rüberspringen? So wie es aussieht, nicht. Dann tun wir mal den Wagen starten. Bleibt ja nichts anderes übrig. Irgendwie... So. Hallo? Wagen starten. Wagen anhalten. So. Ah ja, okay, alles klar. Ich muss hier rüber. Stopp. Kennzeichnung, Flüssigwasserstoffbatterie. Bestimmungsort, Hangar, Kraftstofftank. So. Jetzt klasse, jetzt ist natürlich hier direkt. Direkt das Ding hier im Weg. Ah ja, okay, alles klar. Jetzt bin ich hier oben. Ah ja, jetzt muss ich hier rüber. Und hier rüber. Und nochmal rüber. Und jetzt kann ich hier runter, so wie das aussieht. Super. So, an dieser Stelle wollen wir das Ganze auch in die Pause schicken. Und ich sage es mal, ich bin jetzt erstmal raus. Ich freue mich schon, wenn ihr die nächste Folge wieder mitschaut. Wenn es wieder spannend weitergeht mit Wir spielen Remember Me mit eurem Exeplay. Ciao, bis zum nächsten Mal.